Moin moin und herzlich willkommen zu Vlogmas Tag 18. Guten Morgen. So, heute gibt es die Geschenke mal am Frühstückstisch. Ich habe hier schon meine Nummer 18. Hier ist die Nummer 18 für Manuel. Weil er muss nämlich gleich schon wieder arbeiten und dann wird das ein bisschen knapp heute Abend alles. Und es ist ja vor allem immer sehr, sehr dunkel im Wohnzimmer. Und deswegen machen wir das jetzt. Und ich fange jetzt einfach mal an, ohne dass er da ist. Die Zeit rennt so. Heute ist Weihnachten. Samstag ist Weihnachten. Oh, danke, Schatz. BB Zart Rosé. Für natürlich schöne und geschmeidige Lippen. Was? Weil du ja von Labello kein Geld gekriegt hast, ne? Genau. Das ist ja cool. Das kann ich auch immer gut gebrauchen. Und ein Duplo, die längste Praline der Welt. Duplo, wisst ihr Bescheid, ne? Ich habe deinen Werbepart schon mal übernommen. Guten Morgen, Major Maulwurfen. General. General Maulwurfen, kein Stress am frühen Morgen. Kein Stress, kein so, Stress. So, mach dein Geschenk Morgen auf, sonst schaffen wir das alles nicht. Übrigens, Zart Rosé könnte auch mit deinem Geschenk was zu tun haben. Und die Werbe-Dings habe ich schon übernommen, ne? Ach so. Den Werbepart. Duplo. Die längste Praline der Welt. Mm. Was ist, Schatz? Bist verlegen? Hast du dich gerade selber beschenkt? Nein. Hä? Ja, aber das ist... Hä? Ja, aber ich habe mich hier angepasst, obwohl ich nicht wusste, dass du da was hast, was rosa ist. Ist rosa. Ja, magst du das nicht? Der ist noch für zu Hause. Ja, zeig mal, was da drauf steht. Zeig mal. Hab dich lieb. Hab dich lieb. Hab dich lieb. Ach Mann, Manuel, sei doch mal romantisch. Nein. Sag doch mal, danke, mein Schatz. Danke, mein Schatz, dafür, dass du dir selber einen Becher gekauft hast und mir eingemogelt. Wieso selber? Hab ich schon jemals aus einem rosanen Becher? Ich trinke nicht mal aus einem blauen Becher. Aber ich fand den so schön. Ja, der ist sehr schön. Ich fand den so süß. Da kann ich wohl Stifte reinstellen. Oh, das ist sehr gemein, ne? Miau. Bist du ja selbst verliebt. Hast dein eigenes Foto als Hintergrundbild genommen. Mhm. Natürlich. Bisschen eingebildet, ne? Wieso? Das war ein cooles Event, war das. Ja, wo warst du da denn? In so einer Obstplantage. Und was hast du da gemacht? Einen Baum gekuschelt. So, jetzt nicht ablenken. Manuel muss sich jetzt ein Hemd bügeln für die Arbeit. Weil ich es leider verpeilt habe, sein Hemd zu waschen. Weil wenn er 3 Tage arbeiten muss, Freitag, Samstag, Sonntag, muss ich immer samstags, weil er nur 2 Hemden hat. Er hat mehr, aber die sitzen ja, am besten. Langärmlich und Pullover und was. Ich mag keine genau, Pullover die sind und ich mag nichts langärmlich. Und das hier ist eigentlich mein Sommerhemd, das ich eigentlich nur im Sommer anziehe. Ja, ist das nicht zu kalt? Nee. Und da fehlt ein Knopf. Und weil ich es jetzt verpeilt habe, sein Hemd samstag zu waschen, also gestern, damit es heute trocken ist, muss er jetzt dieses Hemd anziehen und da fehlt ein Knopf. Und selbst ist der Mann, aber wie bereits gesagt, wenn man schon mal auf einer Obstplantage war, und mit dem Baum gekuschelt hat, lernt man natürlich auch, wie man näht. Ne? Wow, die ungeschminkte Wahrheit ist am Start. Aber ich habe heute Putztag. Ich habe heute echt einiges, was ich machen will. Und ich fange jetzt an mit dem Kühlschrank. Den will ich jetzt erstmal komplett ausräumen und sauber machen, aber richtig gründlich. Wirklich alles raus und auch diese Platten, die hier drin sind. Und das ist nämlich wirklich nicht mehr schön, wie der aussieht. Und deswegen habe ich gedacht, heute auf dem Sonntag habe ich Zeit, dann mache ich das einfach mal. Und los geht's!
Jetzt haben wir uns so schöne weihnachtliche Stuhlhosen gekauft. Und jetzt passen die nicht. Das ist für gerade Stühle. Und unsere Stühle, die sind leicht schräg oben. Und jetzt passen die nicht. Mann, gemein. Mittlerweile ist es 18 Uhr. Ich habe mein Video geschnitten. Ich habe den kompletten Haushalt fertig. Ich bin angefangen heute Morgen mit dem Kühlschrank. Dann habe ich die Betten gemacht. Dann habe ich das Wohnzimmer aufgeräumt. Dann habe ich die Wäsche abgenommen. Dann habe ich wieder neue Wäsche aufgehängt. Dann habe ich gesaugt. Dann habe ich gewischt. Ja, und jetzt ist es 6 Uhr. Und das Video habe ich sogar schon geschnitten. Also ich bin hier richtig gut am Start. Von der Zeit her ist es jetzt richtig geil, denn es ist jetzt 18.06 Uhr und Manuel kommt jetzt gleich von der Arbeit perfekt abgepasst. Und dann brauchen wir gleich nur noch Essen. Und dann ist Freizeit angesagt. Aber was wir essen, das ist natürlich jetzt noch eine gute Frage. Mal gucken, was er gleich vorschlägt. Er müsste eigentlich jeden Moment nach Hause kommen. Einen wunderschönen vierten Advent. Mit unseren hässlichen Kerzen hier. Nein, die sind nicht hässlich, die sind nur ein bisschen runtergebrannt. Und da sitzt ein kleiner Urlauber. Hallo, ein kleiner Urlauber. Urlaub. Was wollen wir jetzt essen? Du bist kaputt, ne? Man darf sich hier auch nicht aufs Sofa setzen, ne? Irgendwo setzt man sich drauf. Nein. Die halbe Elektroabteilung hier. Nur in meiner Reichweite zu beiden Seiten. Dann guck mal, die da will gar nicht. So, an. Los. Was wollen wir essen? Essen. Ja, was? Sag. Sag. Ich bin so froh, dass ich hier alles fertig habe, ne? Glaubst du mir das? Mhm. Wir haben für heute, wenn mich nicht alles täuscht, nichts eingekauft. Advent, Advent. Ein Lichtlein brennt. Wir haben noch Jägerpfanne, die kann ich machen. Ja. Ja, kann ich machen. Die ist ja gar nicht aufgetaut. Das wäre sehr intelligent von dir gewesen, wenn du die aufgetaut hättest. Das wusste ich ja nicht. So, wir überlegen erstmal, was wir essen und dann geht's gleich weiter. Geht's hier weiter. Programm. Ja. Kleine Entspannung gefällig? Nein. Warum nicht? Nein. Ist doch schön. Nein. Schön? Nein. Schatz. Nein. Nein. Nochmal von hinten. Dreh mal deinen Kopf. Schön? Nein. Gib's doch einfach zu. Nein. Dass das schön ist. Ich geb gar nichts zu. Pilze? Wo hatten wir denn noch Pilze? Ja, das bleibst du dir, ne? Mhm. Lecker. Das ist viel leckerer als bestelltes Essen, ne? Ja. Oh, es beschlägt. Danke schön. Besser als bestellter Kram. Ja. Uhr 57 haben wir es mittlerweile und ich glaube, es ist Zeit fürs Bett. Gute Nacht, ihr Lieben, und bis morgen. Schlaft schön. Tschüss.